herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Can't Forlet, die Säulen der Erde, wer den Wind weht. Das ist Buch 2 der Reihe, Kapitel 8 bis 14, wie es da auch steht. Und ja, wir gehen weiter. Mein Name ist Aliena von Shiring. Ich bin die Tochter von Graf Bartholomäus von Shiring. Zumindest war ich das, bevor mein Vater wegen Verrats gegen den König festgenommen wurde. Und ein Mann, den ich nicht heiraten wollte, hat nun alles in seiner Gewalt, was meine Familie je besaß, uns eingeschlossen. Castle 5 Wochen zuvor. Allianz Kammer. Allianz Castle. Allianz Kammer. So rum. Wo ist das Mädchen? Da, wo ihr Teufel sie eingeschlossen habt. Wenn der König davon erfährt. Hier ist der Schlüssel. Jetzt hol sie, ich bin am Verhungern. Truhe, dann Bett. Er lässt mich hier schlafen, während Richard im Stall angekettet ist. Ich wäre lieber dort, als so nahe bei William. Truhe. Warum mache ich mir was vor? Es ist nichts mehr da. My Lady, seid ihr wach? Darf ich eintreten? Du kannst reinkommen, Matthew. Oh Gott, hat er euch geschlagen? Nun, ich schätze, er wird mutiger. Jetzt, da sein Vater kurz davor steht, eine Audienz beim König zu bekommen. Das dauert mir zu lang, holt sie! Nun gut. My Lady, ich bitte euch, provoziert ihn nicht! Noch nicht! Nicht, ehe ihr richtig bewaffnet seid. Hast du Waffen bekommen? Wie geht es meinem Bruder? Gehen wir runter. Lassen wir ihn lieber nicht warten. Wartet! Noch eine Sache. Im Hof ist Rüstzeug versteckt. Nahe dem Tor. Seht nach einem roten Stück Stoff. Das reicht. Macht, dass ihr runterkommt. Und macht keinen Ärger. Ich habe gerade erst mein Schwert gesäubert. Oh je. Mama hat mir diese Salbeiblätter gegeben. Das ging schnell. Du hast anscheinend kapiert, wo dein Platz ist. Was ist mit deinem Gesicht? Deine Arroganz macht dich hässlich. Wusstest du das? Man erntet, was man sät. Ich habe nicht gut geschlafen. Man erntet, was man sät. Oh, ich würde ganz gerne ein paar Dinge mit dir sehen. Das hat sie nicht so gemeint. Euer Vater wird bald der neue Graf sein. Worte, es hat keinen Zweck. Ich kann mir für mich selbst sprechen. Es gibt keinen Grund, die Lady und ihren Bruder als Geiseln zu halten. Matthew. Spar dir die Worte. Es hat keinen Zweck. Hey, Walter. Scheint, als bräuchte die Prinzessin einen Diener, der für sie spricht. Ich weiß nicht, warum ich diese hässliche Langweilerin je heiraten wollte. Eine wahre Lady, das hätte ich verdient. Vielleicht sogar Kaiserin Mathilde. Ja. Als ob Mathilde dich je heiraten würde, deine Worte können mich nicht verletzen. Und sie halte ich mir als Hure. Deine Worte können mich nicht verletzen. Halt's Maul! Nein!
Du hast hier nichts mehr zu sagen. Ich bin immer noch die Tochter des Grafen. Du bist eine elende Hure, das bist du. Oh, wie du doch deine Rache genießt. Du kriegst bloß, was du verdienst. All das nur, weil ich dich nicht heiraten will. Halt's Maul. Halt's Maul! Du bist ein armseliger Mann, der nichts als Grausamkeit kennt. Gott wird dich dafür strafen. Ich bin grausam. Du hast unsere Hochzeit abgeblasen und mich zum Gespött der ganzen Grafschaft gemacht. Hört auf, alle beide. Geh raus, Mädchen, dreh eine Runde. Aber gern. Besser als hier drin. Sonst noch irgendwas, William? Sag dem Miststück, es soll mir was zu essen bringen. Ich hab Hunger. Du hast ihn gehört. Jetzt geh. Gute Gelegenheit, das William hat mir aufgetragen, Essen zu holen. Gute Gelegenheit, den Rotstoff zu suchen, näher den Tor. Ich habe dir immer gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, den Tor hat Matthew gesagt. Nichts. Vielleicht hat Matthew das andere Tor gemeint. Mal gucken, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Alles ganz trübe. Nichts drin, außer dreckigem Wasser. Flemish, hier Mädchen. Erkennst du mich nicht? Ah, gutes Mädchen. Im Regen ist mein Geruch wohl schwer zu wittern. Das Vorratslager ist links von dir, nicht am anderen Ende des Hofes. Okay, da kommen wir wohl nicht hin. Oh, das riecht ja furchtbar hier drin. Igitt! Ein totes Huhn! Was für ein schrecklicher Geruch! Jemand muss es aus Spaß da drin eingesperrt haben. Was für eine Verschwendung! Da ist ein rotes Tuch. Mal sehen. Ein Laib Brot. Und es sieht nicht halb so schlecht aus wie der Rest hier. Ein trockenes Laibbrot, das, was noch übrig ist. Vergammelte Äpfel. Topf voll Mehl. Sonst scheint hier nichts zu sein. Du hast mich gehört. Bleib, wo ich dich sehen kann. Okay. Richard. Haben sie dich gehen lassen? Hast du dich auf ihre Seite geschlagen? Sei nicht albern. Ich werde mich ihnen niemals beugen. Wir sind auch nur Menschen, ja? Ich hab uns hier raus. Wie geht es dir? Hast du meinen roten Schal gesehen? Hast du meinen roten Schal gesehen?
Hast du den Verstand verloren? Matthew hat ihn zuletzt gehabt. Er sagte, er hätte ihn verloren. Dann frag ihn. Und ich mache mir inzwischen Gedanken über einen Plan. Wie geht es dir? Wenn ich ein Schwert zum Halten hätte, ging's mir besser. Hat er was Komisches gesagt? Der Junge und ein Schwert. Schau ihn dir an. Er kann kaum den Kopf hochheben. So ein Wurm kann nicht kämpfen. Besser, man zertritt ihn gleich. Ich bin bald zurück. Verliere nicht die Hoffnung. Aber sonst ist hier nichts. Der Trog, Flemmich. Nee. Ich hab nur den Karren. Und im Karren ist nichts. Hast du, wonach mein Herr dich gebeten hat? Ja. Gut, dann lass sie nicht länger warten. Dein Essen. Ist das alles? Nachdem deine Ritter die Burg geplündert haben, ist sonst ja nichts mehr da. Es muss doch mehr geben. Ist denn so wichtig, woran du erstickst? Es gibt nichts. Es gibt nichts. Wenn du mir nicht glaubst, geh und sieh selbst nach. Du glaubst wirklich, du könntest deine Spielchen mit mir treiben? Ich bin die Tochter des Grafen. Und nach dem Gesetz des Königs bist du mein Untertan. Ach was. Vergiss, was ich über deine Arroganz gesagt habe. Sie macht dich eigentlich ganz hübsch. Ha? Im Namen meines Vaters! Stirb! Master Richard, nicht! Dummer Junge. Er ist so dumm wie seine Schwester. Ich würde dich rannehmen, wenn ich wollte. Aber ich stehe nicht auf Jungs. Was ist mit ihr? Ist sie tot? Lass sie. Der König hat noch nicht gesprochen. Wartet, bis euer Vater Graf ist. Dann könnt ihr mit ihr machen, was ihr wollt. Verdammt! Zur Hölle! Sie ist so hässlich, die will doch eh keiner. Steck sie zu den Tieren, bis der König entschieden hat. Okay. Das war der Prolog. Immerhin.
Buch 2 – Wer den Wind sät. Kapitel 8 Aliena. Ja, und damit verabschiede ich mich in die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.